sind wir wieder. Let's Play Until Dawn Part 3, meine Geschichte. Wir wollen Wasser in den Keller gehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß. Weiß ich Weiter nicht. so machen. Bis später. Hier geht's nicht lang. Wie ging das denn nochmal mit dem Schnelllaufen, so? Ich glaube L1, ne? Ja, L1. L1 ist schneller laufen, gut. Ja, war richtig, ne? So. Hier runter. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarschung. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Hey, Josh. Kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Erst im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbild. Chris, na los. Suchen wir es, das wird so eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, lasst mich zu begleiten. Oh Mann. Hey, hast du gecheckt, dass ihr Chris und Ash zusammen losgeschickt habt? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ich wünschte, Chris würde endlich rangehen. Er ist wie gelähmt, weil er glaubt, sie würde ihn abschießen. Das wird nie passieren. Was davon? Nichts davon, wenn er nichts unternimmt. Was er, wie wir Chris kennen, erst tut, wenn man ihm eine Knarre an den Kopf hält. Weißt du, Sam? Ja. Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind. Dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja? Hier will man nicht unbedingt allein sein. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Tommy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwester, Ava,
immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, Kacke. Kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier. Die Tür ist zu. Okay. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Hallo, ich muss eine Frau spielen, ja, die zittern immer so. Ja. Ja. Und war lecker, war gut? Ja? Gut. Sam, bitte. Okay. Warst du doch schon. Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Das hört sich kompliziert an. Nein, das ist eigentlich ziemlich simpel. Ah, ist okay. Frauen und Technik ist nicht so. Das passt doch super. Okay. Ich hab's nicht gesehen jetzt, ne? Abgeschlossen!
Das ist heimtückisch. Ja, ich würde sagen, bei ihm hat sich einiges verändert, so. Zwischenlaufen des Spiels. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ehrlichkeit oder Nächstenliebe? Nächstenliebe, oder? Solch ein großzügiger Charakter. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. So, das war's dann auch schon wieder. Für mehr wisst ihr, was zu tun ist. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Bis dann zum nächsten Video. Euer King Julian.